Hallo, hier ist wieder euer Rising to IP, zurück bei Let's Play Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Ja, wir wurden jetzt als Lehrling eingestuft, haben den schnellen Stil erlernt und werden jetzt eine Rettungsmission auf Nakrita machen. Eine Minengilde auf Nakrita hat uns informiert, dass eine Reihe der Ältesten vom örtlichen Gangsterboss der Hutten gefangen gehalten wird. Diese Ältesten wollen einen Vertrag mit dem Hutten aushandeln, doch kehrten sie nie zurück. Der Gangsterboss behauptet, es wäre niemand bei ihm eingetroffen. Master Katan hat mich informiert, dass er das Verschwinden von Rosh Pennin nahe Nakrita weiter untersucht und sie bei dieser Mission unterstützen kann. Ja, das ist die Machtheilung Stufe 3. Wir haben neue Waffen, das imperiale Schnellfeuergewehr und Gulam Arms FC1 Flagtech Waffe. Sagt mir selber nichts, aber egal. Ja. Da hingekommen ist, keine Ahnung. Weißt du, eigentlich stürze ich mich in die Schlacht, während Jen das Schiff liegt. Aber so klappt das auch. Find die Gefangenen und bring sie hierher. Ja, jetzt können wir auch höhere Sprünge machen. Und haben jetzt den schnellen Stil mit dem blauen HUD. Der hält jetzt das Schwert nicht auch so komisch. Und so ist das Normale. Hast du schon gewettet? Warum sollte ich? Die Chancen sind zu schlecht. Die meisten Gefangenen kommen keine 10 Meter, bevor sie der Rancor frisst. Schade um die Quads. Stimmt schon. Aber wenn es mal einer schafft, dann werde ich richtig reich. Träumweite? Ich stelle mir eben kurz. Musik laut Lautstärke ein bisschen runter. So. Ja, wir haben jetzt auch einen schnelleren Lichtfernwurf und stärkeren Schub und stärkeren Sog, hätte ich beinahe gesagt. Wie heißt das denn? Na, komm schon. Stärkeren Sog und Griff! So, meine Güte! So, Schalter drücken. Huch! Schnell, holen Sie uns raus, bevor der Rancor kommt! Rancor? Den Rancor kennen wir aus Episode 6. Der Rancor! Hi! Den können wir übrigens auch nicht töten. Laufen Sie zum Arena-Eingang. Schnell! Achtung! Hilfe! Danke, das war knapp. Passen Sie auf, es gibt noch 3 andere Zellenblöcke mit Gefangenen. Wir müssen sie befreien. Okay, ich hole sie raus. Nehmen Sie den Zugangstunnel am Ende der Halle. Dort wird sie jemand aufnehmen. Ist der Weg frei? Ich weiß nicht, warten Sie hier. So, dann werde ich mal nachgucken gehen. Natürlich ist er nicht frei. Jetzt ist er frei. Ich habe diese Zugangskarte von einer Wache. Damit können Sie den Lift am Ende der Halle benutzen. Woher weiß er das? Jaden, wie ist dein Status? Die Ältesten sind auf dem Weg zum Zugangstunnel, aber ich muss noch andere Gefangene befreien. Okay, ich nehme sie auf, wenn sie hier sind. Sei vorsichtig, Jaden. Okay.
Vorsicht! Nix, Vorsicht. Könntest du übrigens auch an der Wand hochlaufen. Ja, okay, Mist. Oha. Ich weiß nicht, ob das hier geht. Ja, es geht so. Aber dafür brauche ich eigentlich eine höhere Wand. So, die nächsten Gefangenen kommen. Werden wieder rausgeschoben. So, Kollegen, dann kommt mal. Der Rinkor wird jetzt gleich auch wieder kommen. Komm zu mir. Ja, komm. Wenn ich jetzt mal endlich die Ältesten hinten sehen würde. Ah, okay, da laufen. Tschö. Du bist ziemlich langsam. So, damit bleiben nur noch zweimal Gefangene übrig. Jetzt ändern sich übrigens auch hier die Gegner. Boah, okay, jetzt ist weggefunden. Halt stehen bleiben! Nix stehen bleiben. Ich werde erstmal hier gehen. Du bist selber drin. Da wird es wieder doch selber passieren. Upsa, wo sind die Gefangenen? Da. Komm schön zu mir. Ja, komm schneller. Idioten. Hilfe. Jetzt müssen wir nur noch einmal holen. Idioten. Sind ja alles Familie hier. Oder können wir einfach so. Die Beine abgesäbelt. Boah, meine Nase heute, ne? Ich hab ne Idee. Oha. Ich weiß, er da hinten hat nämlich ein Scharfschützengewehr. Aua. Lol. Wie schnell er jetzt gestorben ist. Hi! Aua, du Wichser! Wieder böses Wort gesagt. Boah, alter Schwede. Und ich höre den Raincore.
Hey, Rancor. Na, du? Habe ich irgendwo... Geht doch. Nee, aber nirgendwo ein Schild. So, komm. Vielleicht laufen sie ja schneller, wenn die merken, dass der Rancor hier bleiben ist. Alter Schild. Kyle, hier ist Jaden. Das waren alle. Geh zurück zum Zugangstunnel. Ich nehme dich dort auf. Gute Arbeit. Die Ältesten wurden zurück zur Stadt gebracht. Ich hätte zu gern das schleimige Gesicht des Hutten gesehen, als seine Gefangenen verschwunden waren. Kein Megablick. Master Skywalker und Master Katarn sind von ihren Missionen noch nicht zurückgekehrt. So, und wie es weitergeht, das seht ihr im nächsten Tag. Part. Mann, ich will mal Tat sagen. Part. Bis zum nächsten Mal. Euer Rising Soul LP.